Der Lockdown jährt sich nun ein Jahr nicht tanzen, ein Jahr keine Clubs. Für viele Clubbetreiber ist das wahrscheinlich eine schwere Zeit, aber wir wollten es genau wissen und machen uns auf den Weg, um zu fragen, wie geht's euch eigentlich? Beschissen. Wie bei alle anderen auch, wir haben geschlossen. Eigentlich ganz okay, komischerweise. Am Freitag, den 13. März 2020, schlossen die Clubbetreiber nach ihren letzten Veranstaltungen ihre Türen für bisher ein ganzes Jahr. Clubs wie das Eden, The Rules Club, Theatro und viele, viele mehr müssen sich seither mit einer völlig neuen Situation auseinandersetzen. Wir wollten wissen, wie es hinter den geschlossenen Kulissen der Ulmer Clubszene aussieht und haben uns mit den Clubbetreibern vom Gleis 44, Frau Berger und dem Theatro unterhalten. Wir haben zwei, drei ganz coole neue Blickwinkel gefunden, die wir jetzt in der letzten Zeit, in der ganzen Pandemie eben neu uns zurechtrücken konnten. Anfangen haben wir irgendwie noch von Monat zu Monat so immer uns kächelt und dann haben wir gesagt, ach komm, jetzt Augen zu bis Frühjahr und dann sehen wir weiter. Ja, und jetzt ist Frühjahr und es ist irgendwie immer noch der gleiche Iststand. Wenn es so weitergeht, denkt ihr dann über eine Schließung nach? Nee. Wir wollen das, egal wie, wollen wir das durchstehen und wir wollen den Laden wieder aufmachen. Wir hätten dieses Jahr unser 10-jähriges. Schließung kam nicht in Frage. Also Schließung kam gänzlich gar nicht in Frage, weil egal, in was für eine Misere man reinrutscht, man kann sich meistens wieder selber rausziehen aus dieser Misere. Und wie ist es euren Angestellten seither ergangen? Wir hatten ja letztes Jahr zum Glück die Möglichkeit, im Zirkel 854 mitzuwirken und konnten da auch ein paar Mitarbeiter einsetzen. Ich glaube, was uns einmal bedrückt, sind echt viele Menschen, die es gerade nicht so gut vertragen, denen es nicht so gut geht. Leute angeht, die vielleicht bei uns in Kurzarbeit sind, die dann wirklich auch mit Depressionen und solchen Themen zu kämpfen haben. Frau Brugger, die Geschäftsführerin vom Gaststättengewerbe NGG, hat schon länger große Sorge um die Minijobber. Das ist eine Beschäftigtengruppe, die wo bisher ganz aus dem Raster gefallen ist. Wer keine Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlt, weil es sozialversicherungsfrei ist, der erhält auch in Notlage nichts. Für viele Kolleginnen und Kollegen, die wo nebenzu studieren und ihr Studium durchs Gastgewerbe finanzieren, für die haben einmalig mal eine kurze kleine Hilfe erhalten und das war es dann auch. Und das, da ist, denke ich, auch die Reform der 450-Euro-Jobs längst vonnöten. Und wie sieht das mit euren Hilfen aus? Wenn sie denn kommen würden, wäre das sicherlich eine große Hilfe. Das Problem ist aber, dass nichts ankommt. Ich bin froh, hier in Deutschland zu leben und nicht in einem anderen Land, weil da sieht es deutlich schlechter aus, was die Hilfen angeht. Wo weist also die Politik noch große Schwachstellen auf? Was hätte vielleicht anders laufen müssen und kann in Zukunft anders laufen? Ja, man sollte schon einen ordentlichen Plan haben. Und ich bin auch der Meinung, hätte man im Oktober gesagt, okay, der November ist bis Mitte Dezember, ist er komplett dicht. Ja, wir lassen nur die Supermärkte auf, lassen aber auch die Supermärkte wirklich nur Food and Beverage verkaufen. Ja, macht ein One-Way-System da rein, dass die Leute reingehen, also auch Hände desinfizieren. Das sieht man in Supermärkten. Letztendlich vielleicht gerade mal am Eingang, dann bin ich der Meinung, hätten wir im Dezember schon zur Hälfte wieder echt aufmachen können. Und dann wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, so eine Art Wellenbewegung zu machen, auf, zu, ja, damit der Cashflow einfach da bleibt. Weil das ist letztendlich das Wichtigste, dass der Cashflow für die einzelnen Unternehmen einfach da ist. Ja. Da sind sie halt einfach zu wischiwaschi. Auch von der Mehrwertsteuersenkung, die war zwar super schön, aber hat uns halt keinen Cent irgendwie gebracht. Lieber ein Wort wie, Leute, ihr habt bis Mai geschlossen, fände ich zum Teil schöner als immer irgendwie dieses Gehangel. Samuel Retting und Raphael Schmidt vom Gleis 44, Joe Hochberger von Frau Berger und Mario Schneider vom Theatro glauben trotz Schwierigkeiten und entstandenen Problemen an eine Zukunft für die Clubszene. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Neuanfang. Auch zum Teil hast du es ja immer, dann auch, dass Teile vom Team vielleicht inzwischen Studium fertig haben und in einer ganz anderen Stadt leben und sich wiederum andere Leute finden, die begeistert und motiviert mitmachen wollen. Das sagen auch die ganzen Mitarbeiter, wenn ich die mal treffe oder mit denen mal quatsch, dass die sagen,
hey, so mal richtig wieder einen Arsch aufgerissen kriegen, das fehlt uns so, und nicht hinherkommen. Und ich glaube auch, selbst wenn es da beim ersten Abend ein bisschen holpert und die nicht mehr so drin sind, ich glaube, den Leuten ist scheiß wurscht egal, ob sie eine Minute oder fünf Minuten auf ihren Drink warten. Mhm. Hauptsache, die können wieder hier feiern und vor allem das Tanzen, was viele halt sagen, was einfach am meisten fehlt. Es wird nicht mehr so sein, wie es früher mal war, sage ich jetzt einfach mal. Theatro hat sich über die Pandemie auf jeden Fall weiterentwickelt. Ich bin Gottes froh, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch so ein komplett naked machen letztendlich. Naked machen für den Sprung ins kalte Wasser. Was sind denn eure Wünsche für die Zukunft? Also natürlich, was alle sagen, die Planbarkeit ist echt ein Riesenthema. Es ist, glaube ich, es geht allen so, es ist echt einfach vor allen Dingen auch anstrengend, nicht zu wissen, wann es losgeht. Wie gesagt, wir haben die Hoffnung und irgendwie sagen, okay, wir glauben, dass es so ist, aber man weiß es halt nicht. Und von daher, wir hoffen einfach vielleicht zum 1. Mai wieder hier im Gleis unseren Gleiskarten aufmachen zu können und dann, wie gesagt, im Hochsommer Konzerte und Kultur wieder unter freiem Himmel. Das wäre schön. Einfach eine klare Linie. Man muss auch mal die Eier in der Hose haben, auch zu sagen, okay, fuck, wir haben hier einen Fehler gemacht. Ich würde mir das unfassbar gerne wünschen von der Kanzlerin, die dann hinsteht, oder von irgendeinem Minister, der hinsteht und sagt, hey, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir müssen jetzt doch mehr in diese Richtung. Ich glaube, alle, die hier leben, die würden sich das wünschen, weil wenn sich einer einen Fehler eingesteht, dann macht ihn das ja natürlich auch menschlich und sagt, okay, guter Typ, der stellt sich hin, aber immer so, ja, wir haben eigentlich schon alles richtig gemacht, aber irgendwie ist halt einfach der ungeile Weg. Und ich glaube, dass die Politiker uns da nicht wirklich ordentlich zurechnen, wie wir sind. Weil wir wären genau solche, die wo sagen würden, ja, okay, der hat gesagt, das war falsch und jetzt mache ich es richtig, dann gibt mir ihm die Chance nochmal. So, es kommt immer mehr Verdrossenheit zustande. Und ich wünsche mir da klare Regelungen, klare Ziele. Also man kommt so durch die Tage, aber man hat irgendwie nichts, gefühlt nichts Positives mehr. Und das wäre natürlich schön, wenn das so bald als möglich wieder in irgendeiner Form klappen würde. Damit aus dem Happy Birthday ein Jahr Veranstaltungslockdown nicht Rest in Peace, ihr lieben Clubbetreiber und Veranstalter, wird, müssen neue Möglichkeiten und Perspektiven für die Betroffenen her. Ausführliche Interviews mit allen ClubbetreiberInnen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf www.freefm.de.